Okay, Google, schalte Gaming an. Gaming-Zimmer. Heute geht es um diesen geilen Tisch hier, den der Dominik für uns gemacht hat, der perfekt reinpasst. Aber vorher wollen wir noch ein paar andere Sachen besprechen, bevor wir uns dann um den Tisch kümmern. Zum Beispiel, was ist denn hier passiert, Basti? Ja, unser Videoproducer war fleißig, der hat gestern laut fluchend diese Wandpaneele da aufgehängt, damit das Ganze symmetrisch ist, natürlich auch auf der anderen Seite. Dummerweise hat er sich dabei etwas verrechnet, ja, deswegen fehlt er nicht. Hey, nein, das ist alles so geplant. Ja, ist alles so geplant. Alles so geplant. Das soll so. Ja. Genau, Sofa steht und eben auf der anderen Seite auch unsere TV-Ecke mit zwei Snacks-Spendern. Eine Konsole ist schon angebracht. Ja, da muss natürlich der Snacks-Spezialist, muss euch mal kurz zeigen, was wir alles haben. Also wir haben hier Chips. Aufgemacht. Wir haben hier Gummibärchen, wir haben hier Schokoriegel, wir haben hier Spender mit Touch-Funktion, die nicht funktionieren. Ah doch, jetzt kommt eine raus. Wir haben natürlich einen Plörre-Kühlschrank mit allen möglichen Sorten. Dann haben wir hier noch mal mehr Snacks. Und unten noch die klassischen und unten haben wir noch ein Vorratsregal, genau. Zum Nachfüllen. Ja, und ihr seht auch hier, die erste Konsole steht auch schon. Jetzt aber zum Tisch, würde ich sagen. Genau, den hat Dominik nämlich extra für uns angefertigt. Also wie ihr schon seht, quasi im Design vom restlichen Gamingzimmer. Ja, hier seht ihr überall abgeflacht, so abgeflachte Kanten. Und extra quasi in dem Bereich, wo wir dann zocken, eben hier nochmal so eine Auskerbung. Ach, das ist nicht für den Transport durch die Tür gewesen. Guck mal, sogar die Aussparung hat er extra so gemacht, dass es da durchpasst. Sie ist alles geplant. Sondern das ist damit... Ah, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also das war schon gut durchdacht. Eigentlich ist es für den Bauch, für den Gamer-Bauch. Nächstes cooles Feature. Dominik hat für uns das Mousepad, das Rocket Sense Amo XXL, also Michis T-Shirt-Größe hier, ebenerdig für uns eingelassen. Darauf platziert ist die Gaming-Tastatur, die Rocket Vulcan Pro, zusammen mit der Rocket Kone Air Pro. Also ihr seht schon, lauter professionelles Gaming-Zubehör, was wir hier am Start haben. Aber warte mal, das leuchtet überhaupt nicht. Genau, eins fehlt noch. Also ihr seht ja schon, Gaming-PC hängt an der Wand. Das ist ein bisschen unpraktisch, ihn anzuschalten. Deswegen haben wir das Input-Output-Panel hier nach unten gelegt. Und ihr seht es quasi hier rechts, den Startknopf. Und wenn ich drücke, tada! PC geht an, alles startet. Wir haben hier unten übrigens auch noch zwei USB 3.0-Anschlüsse, seht ihr schon. Und jetzt dauert es kurz und dann sollte hoffentlich alles soweit funktionieren. Zumindest hat es das vorher noch. Und was noch ein Special Feature, was ich super cool finde, Michi. Ja, wir haben hier auch eine drahtlose Ladefunktion integriert und die geht durch die ganze Tischplatte durch. Ja, funktioniert. Ja. Und was halt super cool ist, man hat halt keine Ladefläche oder irgendwas, sondern nehmen wir mal weg das Teil, Michi. Das ist einfach nur die Tischplatte. Und drunter steckt das Ladegerät und dann geht das durch die Platte durch. Ja, und jetzt siehst du auch, wie die Rocket-Peripherie schön leuchtet. Ah. Nämlich auch das Mousepad. Und deswegen haben wir das eingelassen, damit das quasi ein bisschen auch sich um die Tischbeleuchtung kümmert. Wie ihr sehen könnt, haben wir unseren Setup aber noch einen zweiten Monitor, nämlich den 4K-Monitor von Samsung. Der ist aktuell aus. Das hat den Hintergrund, dass er nicht an unserem Gaming-Setup, sondern eben an dem Streaming-Setup hier angeschlossen ist. Ja, und das ist der Mini-PC von Zotac, der Magnus One, der ist sehr gut ausgestattet. Der hat eine 3070, RTX 3070 als Grafikkarte. Damit könnt ihr sozusagen auch zocken, wenn mein Kumpel zu Besuch ist. Aber primär soll der quasi das ganze Streaming verwalten. Und dann haben wir natürlich auch noch für die Datenspeicherung hier ein NAS. Das ist von Synology, das DS720 Plus. Inklusive, hier sind noch die Festplatten, die haben wir noch nicht eingebaut. Jeweils 8 Terabyte Festplatten, also habt ihr 16 Terabyte, um zum Beispiel euer Streaming-Material zu sichern. Ja, und hier unten seht ihr dann noch einen Subwoofer. Die zugehörige Soundbar zum Subwoofer ist übrigens auf der Rückseite. Das war ziemlich praktisch, weil die hat nämlich genau in den Kabelschacht reingepasst, was zur Folge hat, dass ich letztendlich eigentlich alle Kabel hinter der Soundbar verstecken konnte. Und ich hätte gesagt, wir schauen doch jetzt mal auf die Rückseite. Was ich auch recht cool finde, also Dominik hat hier auf der Rückseite quasi bei so Plexiglas angebracht. Das Ganze ist allerdings jetzt eben aufgeraut, dass es etwas matte ist. Das heißt, ihr habt quasi jetzt nach vorne hin keine direkte Beleuchtung von den LEDs, sondern alles nur indirekt.
und auch die ganzen LEDs jetzt hier zur Rückseite sind, werden quasi an unseren Wandpaneelen reflektiert. Und hier seht ihr jetzt eben, die angesprochene Soundbar passt hier mehr oder weniger auf einen Zentimeter genau rein und ist halt super praktisch, weil jetzt letztendlich die ganze Verkabelung auf der Rückseite stattfindet. Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe da hinten zwei Sechser mehrfach Steckdosen. Ich glaube, 10 von den Steckdosen sind belegt. Ihr seht es ja auch schon, das sind die ganzen Kabel, die quasi von den Monitoren, Peripherie und so weiter zum PC nach oben laufen. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Meter Kabel ich jetzt eigentlich in diesem Tisch da verbaut habe. Also es war eine recht aufwendige Angelegenheit. Auf dem Tisch haben wir jetzt alles, was wir zum Zocken oder auch zum Streamen brauchen. Einerseits ist unser Headset von Rocket, das Zyn Pro Air. Hier eben quasi noch unser Mikro, das lässt sich so nach vorne ausziehen und dementsprechend in die Position bringen, wie wir es haben wollen. Hier haben wir noch zwei Kameras von Canon, die wird auch noch dementsprechend hier oben an den Arm angebracht. Unsere beiden Keylights für eine entsprechende Beleuchtung, das Stream Deck. Ihr seht also, wir sind bestens mit allem ausgestattet, was das Streamerherz so begehrt. Also schreibt schon mal in die Kommentare, ob wir hier auch mal live streamen sollen, und euch erwarten natürlich noch viele andere Videos. Wir wollen noch die Regale hier wollen wir noch dekorieren. Wir möchten die Konsolenecke noch ausprobieren. Natürlich, und zocken müssen wir natürlich. Natürlich auch. Wollen wir auch noch zocken. Also ganz wichtig, Abo dalassen, Glocke aktivieren und auf jeden Fall ein Like dalassen für das Video, weil jetzt kommen noch viele spannende Videos zum ultimativen Gamingzimmer.